glaube, wir haben uns alle vorgestellt, als wir noch klein waren, was wäre, wenn wir einfach komplett ohne Budget shoppen könnten. Also egal, wie viel wir ausgeben, egal, was wir kaufen, egal, von welcher Marke wir kaufen, alles okay und so könnten wir uns unser Traumkleiderschrank zusammenbauen. Und weil ich absolut verrückt bin, machen wir genau das im heutigen Video. Also wir gehen zusammen alle Kategorien durch und ich suche mir die coolsten, die schönsten, die freshesten Sachen aus, die ich schon immer mal haben wollte. Und ich würde sagen, es geht gar nicht so lange, weil ich glaube, dieses Video könnte ein bisschen länger werden. Und wir beginnen jetzt mit dem heutigen Video. Let's go! Wie ihr bestimmt sehen könnt, habe ich mich umgezogen und einfach nur, weil ich das jetzt gerade gemütlicher fand und das andere habe ich eher an einem anderen Tag aufgenommen. Also alles gerechtfertigt, diese Hose ist irgendwie meine Lieblingshose. Also ich glaube, ich hatte die jetzt in 3 von, keine Ahnung wie vielen Videos von mir an. Aber ich will euch jetzt hier nicht volltexten, weil eigentlich wollen wir shoppen und dafür habe ich natürlich schon meinen Laptop geholt. Und ich sage euch jetzt mal, wo wir alles shoppen und wie wir das machen werden, weil der erste Laden, wo wir hingehen, ist Zara, weil unser Dream-Kleiderschrank braucht ja auch ganz viele Basic-Teile. Direkt erstes Piece, das ich gefunden habe, die TAF White Leg Mid-Rise Full Length Jeans. Ich finde die Farbe in diesem Blau, ich weiß gar nicht, ob das ein richtiger Blauton ist, richtig, richtig schön und die packen wir erstmal in M in meinen Korb. Dieses Embroidered Shirt with Ties finde ich so süß. Es ist zwar nicht so basic, wie ich dachte, wie es vielleicht sein wird, wenn ich bei Zara shoppe, aber es ist trotzdem noch so ultra niedlich und es gibt mir solche Sommer-Vibes. Vor allen Dingen finde ich schön, dass die Ärmel irgendwie lang sind, weil wären die kurz, wäre das so jedes Basic Shirt ever. Ja, das vielleicht auch nicht. Aber das hier ist ein bisschen schicker und das kann man dann vielleicht auch zu so einer Night Out oder sowas anziehen. Deswegen in S kommt es in meinen Korb. Riesiger Fan von diesem Stretch Top with Square Neckline. Ich weiß nicht warum, die haben alle so einen englischen Namen und das ist so ein richtiger Zungenbrecher alles für mich. Aber ich probiere hier so gut wie möglich alles auszusprechen. Und das machen wir auch einfach wieder in S in meinem Korb. Ich finde es mega, mega süß. Ich weiß, ich glaube oder zumindest habe ich es auf TikTok gesehen, dass dieses Kleid so ein Valentinstag-Produkt sein sollte. Also was Leute an Valentinstag gekauft haben, um dann da zu tragen. Aber ich finde das einfach für den Frühling und für den Sommer generell total süß. Dieses Satin Slip Dress with Flower. Also hier in der Mitte ist, glaube ich, so eine kleine Blume und ich finde das so süß und ich möchte das unbedingt haben. Aber ich bin mir so unsicher, ob ich es lieber in S oder in M bestellen soll. Weil ich weiß nicht, ob mir so meaty Dresses, also so mittellange Kleider gut stehen, die so bis zum Knie gehen. Deswegen da bin ich so ein bisschen unsicher. Ich bestelle es erstmal in M und dann werden wir ja sehen. Dieses Satin Finish Top ist fast das gleiche wie das Oberteil von vorhin, aber ich finde es trotzdem mega süß und wir tun es in unseren Korb. Ich glaube, das ist die Hose von vorhin, nur nochmal in hellgrau und deshalb tun wir die auch an den Korb, weil ich finde die in hellgrau sogar fast noch schöner als in diesem dunkelblau. Ich hoffe, dass sie genauso sitzt wie bei dem Model. Also bei dem Model sieht sie natürlich crazy aus und ich finde, die Zara Models haben sich verbessert, weil das ist irgendwie so ein Meme, was so Leute sagen, irgendwie Zara Models sehen immer so ein bisschen komisch aus, weil die so in so ganz komischen Positionen posen und man sieht das hier so ein bisschen. Also ich weiß, was die Leute meinen, aber hier ist es nicht mehr so schlimm. Also die haben sich so ein bisschen verbessert. Und um bei diesem pinken Theme zu bleiben, was ich so ein bisschen gefunden habe für mich in diesem Haul bei Zara, ist dieses Fitted Halter Top. Das ist das letzte, was ich hier bestellen werde. Ich finde es süß, aber ich bin mir nicht so 100% sicher. Deswegen, das ist schon so eine Sache, wo wir, glaube ich, gucken müssen, wenn das dann auch alles ankommt. Weil ihr fragt euch bestimmt jetzt, Mats, wie willst du das überhaupt machen? Ist das nicht viel, 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 viel zu teuer, wenn du jetzt bei jeder Marke, die du so kennst, deinen Dream-Kleiderschrank für über 200, 300 Euro zusammenstellst? Und ich sag jetzt euch mal, wie ich es wirklich mache. Also das hier von Zara wird auf jeden Fall bestellt. Und da bin ich mir zu 100% sicher, dass es auch nächste Woche da dann den fertigen Haul zu geben wird. Also den Try-on-Haul, wo ich die ganzen Sachen dann auch endlich mal anprobiere. Bei anderen Sachen ist es dann so ein bisschen dreammäßiger. Schon so ein bisschen gesehen, beziehungsweise einen kleinen Sneak Peek bekommen, was dann in diesem Haul sein wird. Vielleicht mache ich off-camera noch ein paar Sachen in den Korb, weil dann ist es auch ein bisschen spannender. Basic-haftigeren Marke und das ist Skims. Ich werde mir diesen Mid-Thigh-Onesie in den Korb tun. Der kostet zwar 100 Euro, aber ich glaube, der lohnt sich richtig, weil das ist so ein Sportpiece, das kann man so draußen tragen. Das ist so ein richtiges Airport-Outfit und vielleicht wird dieses Jahr eine Reise von mir ziemlich weit weggehen. Deswegen schauen wir mal und ich glaube, ich werde mir den einfach in S in den Korb tun, weil da fallen die Sachen immer so ein bisschen größer aus, weil es sind amerikanische Größen. Amerikanische Größen sind immer ein bisschen größer. Und total süß dazu finde ich diese Classic Zip-Up Hoodie French Terrier-Jacke. Die kostet auch 88 Euro und sind jetzt schon einfach bei 200 Euro nach 2 Pieces. Und ich glaube, passend zum Frühling gibt es das Fits Everybody Longsleeve T-Shirt in Lilly, also der Farbe lila, so ein rosa lila. Ich finde es total süß und deshalb packe ich das auch in den Korb. Und irgendwie möchte ich dieses Boyfriend T-Shirt in diesem Cherry Blossom Ton bestellen. Ich habe das ja jetzt schon in hellgrau und ich liebe es. Ich mag es so sehr. Ich mag es gefühlt mehr als die Kleider von Skims, was vielleicht ein bisschen weird ist.
klingt, aber ich liebe es. Also ich finde es so unfassbar toll. Ich finde es so krass, so gut. Keep. Und deshalb bestelle ich das in M, weil ich finde, M ist so die perfekte Größe dafür. Und es ist ein bisschen größer und deshalb... Und es ist der perfekte Stoff. Passend dazu hole ich noch eine Hose, weil ich möchte mal gucken, wie die angezogen aussieht. Und ich würde sagen, es wird auch mal wieder Zeit für so einen kleinen Spring Skims Haul. Oder was sagt ihr? Vielleicht bestelle ich das auch für ein Video. Also irgendwie möchte ich so ein bisschen ausgefalleneres Kleid bestellen, weil ich hatte schon 100-mal, wirklich 100.000-mal diese ganzen normalen Long Slip Dresses. Da müsst ihr einfach meine alten Hauls auschecken. Manche sind einfach über ein Jahr alt. Aber ich weiß nicht warum, aber dieses Kleid, dieses Wrap Long Slip Dress spricht mich so sehr an. Es kostet 116 Euro. Aber es ist ein richtig krasses Kleid irgendwie. Ich finde diesen Halter hier oben auch irgendwie mal richtig spannend. Ich hatte noch nie so ein Kleid und ich werde das mir in S in meinen Korb tun. Und dann werden wir sehen, ob das angezogen so gut aussieht wie hier im Internet. Und vielleicht tue ich noch ein paar Sachen rein und dann bestellen wir das Ganze auch. Und dann kommt auch vielleicht nächste oder übernächste Woche, weil die Sachen von Skims dauern momentan ein bisschen länger. Ich glaube, die haben ihr Lager in Amsterdam nicht mehr und deshalb kommen die Sachen jetzt aus Amerika und nicht aus Amsterdam nach Europa. Stress. Im Übrigen auch, wie teuer der ganze Einkauf war, weil ich kann total verstehen. Ihr wollt es wissen, ich will es auch wissen. Ich rechne dann einfach mal alles zusammen und dann erfahrt ihr das am Ende des Videos. Ich finde dieses Bianca Lace Tank auch total süß, deswegen wird das in meinen Korb geworfen. Und passend dazu die Emery Heart Sweet Shorts. Ich finde, die sieht so schön aus, so süß und muss. Also wie passend dazu die Red Heart Socks. Und ich weiß, es ist vielleicht komisch, aber ich liebe die Basic Sweater, Jacken und sowas von Brandy Melville. Deshalb würde ich diesen Giant Sweater in Weiß auch noch da reinpacken. Und ich glaube, bei Brandy Melville sind wir gar nicht so teuer. Das sind nur 100 Euro, obwohl ich 5 Sachen bestellt habe. Bei Skims habe ich auch 5 Sachen bestellt und es kostet einfach 600 Euro. Der nächste Stopp ist bei Meet Me There, weil die haben einfach die krassesten Röcke ever. Und ich liebe deren Sachen. Deshalb let's go zu den Röcken. Ich werde den Bali Skirt direkt in meinen Warenkorb machen. Und diesen Flowery Pyjama finde ich auch mega, mega süß. Der kostet sogar nur 45 Euro. Ich finde, das ist eigentlich gar nicht so teuer für so ein Oberteil-Hose-Kombo. Auch in S&M direkt in meinen Warenkorb. Und wir brauchen mehr Röcke. Wozu bin ich denn auf diese Seite gegangen, wenn ich da keine Röcke bestelle? Deswegen noch diesen super süßen gestreiften Rock. Den Daydream Rock in hellrosa finde ich auch mega, mega, mega süß. Deshalb können wir die jetzt auch noch in unseren Imaginary Kleiderschrank reintun. Und ich glaube, das reicht auch erstmal hier. Dieses Schleifen-T-Shirt so süß. Ich werde es, glaube ich, in 36 holen. Ich bin irgendwie ein Riesenfan von dieser Low-Waist-Cut-Off-Jeans, die es hier gibt. Ich finde die richtig, richtig cool. Deshalb werde ich die in 38 noch in meinen Korb tun. Und ich habe das Gefühl, bei Subdued sind die Sachen ein bisschen günstiger geworden und nicht mehr so teuer, weil früher hat so eine Jeans, ich glaube, da 80 Euro gekostet und jetzt kostet die nur noch 60. Diese Schlafanzugshose auch so perfekt. Ich glaube, ich tue die einfach mal in 40 in meinen Korb, weil dann ist sie so schön richtig oversized. Bisschen zu groß und das liebe ich ja. Top mit Rouge, oh mein Gott, das ist, glaube ich, mein Traumoberteil. Ich glaube, das ist mein Lieblingsoberteil bis jetzt aus diesem Video. Aber ich werde die trotzdem bei Meet Me There kaufen. Und jetzt kommen noch ein paar Sachen, die absolut crazy sind. Und zwar werde ich euch jetzt einfach mal einblenden, was ich mir bei Sephora ausgesucht habe. Okay, und zwar sind das 4 Artikel, 2-mal Bronzer, einmal von Rare Beauty, den und einmal von Charlotte Tilbury. Das nächste ist, ich liebe das Parfüm von Kajali, ich möchte es unbedingt bestellen. Ich habe so oft gehört, dass es gut riechen soll. Ich habe Angst, dass es jetzt nicht gut riecht, wenn ich es bestelle. Wir werden sehen. Und danach noch natürlich, weil den wollte ich unbedingt mal bestellen, den Dior Backstage Lip Gloss Lip Balm Dings. Und jetzt kommen wir eh zu den ganzen Luxussachen, die ich richtig krass finde. Und zwar möchte ich euch mal eine Moncler Jacke zeigen, die ich richtig, richtig schön finde. Finde ich die Aristeo kurze Downjacke von Moncler einfach crazy. Ich weiß, es ist ein bisschen verrückt. Und es gibt noch eine andere, aber ich finde gerade den Namen nicht. Ich werde sie trotzdem dann einfach in meine Dream Wardrobe Szenario Bild mit einblenden. Das ist auch komplett ausverkauft. Was? Dann will ich mir noch eine Balenciaga City Bag holen. Und die sind tatsächlich gar nicht so teuer, wenn man die Second Hand kauft. Also die können dann nur so zwischen 300 und 400 Euro kosten, wo ich so finde, dass das komplett geht. Und ich habe ja auch so eine ähnliche Tasche aus so einer Boutique bei mir in der Stadt gekauft. Aber ich würde mich einfach so sehr über eine echte freuen und die würde ich direkt in meinen Kleiderschrank tun. Genauso wie eine andere Tasche, die ich euch noch zeigen muss. Und zwar ist die von Sadek und Voltaire.
Und zwar ist das die Crossbody Bag. Ich finde die so schön. Und die ist auch gar nicht so teuer. Die kostet 300 Euro. Ist natürlich schon teuer, aber für so eine richtig gute, echte Handtasche ist das schon ein guter Preis. Und ich würde sagen, das sind die letzten Sachen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Hauls, die davon bald kommen. Weil ich weiß natürlich nicht, ob ich alles bestelle. Zum Beispiel die Moncler-Jacke. Da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Aber das von Zara und ich glaube auch das von Skims werden wir definitiv bald in 2 Haul-Videos sehen, weil die bis jetzt immer irgendwie gut bei euch angekommen sind. Und deshalb gibt es bald ein Spring-Haul und ich gönne jetzt diese Früchte und schicke euch zum Outro. So, das war's auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonnieren. Auch nicht vergessen, dass ihr auf mein Video von Amy's geklickt habt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, Kakao. Love you.